Jo, Freunde, was läuft? Zeit für eine neue Folge League of Legends. Diesmal in der Midlane mit der lieben Lux. Hab ich jahrelang nicht mehr gespielt, aber hatte gerade Bock drauf. Und deswegen, vielleicht geht uns zum Beispiel ein Licht auf oder so und schauen mal, wie läuft. Also, ganz kurz die Teams wie immer. Wir haben Lissandra auf Top, Caitlyn, Zwash auf der Bottom Lane, Panther im Jungle im Gegnerteam. Auch ein Zwash Support, Koki als ADC, Jarvan Jungle und dann Nidalee und Riven. Eine von beiden mit, eine von beiden top. Das geht ja theoretisch beides. Und ja, ganz normales Normal Game in der Puissen 5, die immer noch nicht zu Ende ist, warum auch immer. Die ist ja irgendwie endlos. Letztes Jahr war die, glaube ich, schon im November zu Ende. Dieses Jahr lässt sich weit ein bisschen Zeit und deswegen ganz gemütliche Runde. Und ich teste mal ein paar Champions durch im Moment. In diesem Fall halt Lux. Ja, so viel dazu. Ne, ich habe nicht viel zu erzählen. Groß Neues, by the way, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Ist ja jetzt mein erstes Video im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Habt viele Vorsätze, die ihr brechen könnt. Das ist die Hauptsache. Überleg gerade, ob ich hier mit pushen soll, aber passt schon. Also, ich weiß nicht, ob ich lieber gegen Riven oder Nidalee spielen würde. Das überlege ich gerade so ein bisschen. Ich denke lieber gegen Riven, weil sie ist einfach ein Nahkampf und. Lux ist Fernkampf, ne? Boah, Sherlock. Und deswegen kann ich sein Auto rangen. Voll clever und so. Aber wir haben auch einen sehr hohen Burst und Schild und naja. Schauen wir mal. Nidalee wäre auch interessant gegen zu spielen. Muss halt immer gucken, dass mich die Speere nicht treffen. Weil die machen ja Schaden. Ne? Und deswegen wäre das ungünstig. So, mal schauen. Wem von den beiden ich jetzt erwischen werde. Ah, komm, komm. Ich hilf dir noch beim Blue Pull oder so. Nidalee, okay. Kann E setzen. Oh, jemand schon last hitten. Jetzt gucke ich, dass ich ein Auto auf die Linie bekomme. Vielleicht ein Speer für, okay. Können sie noch ihren Nahkampfangriff machen. Relativ ausgeglichen getradet. Ist ja seit. Aber wir werden schon relativ lange so, dass Nidalee Level 1 schon die Ulti hat. Muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Das heißt, der kann auch anfangen schon aggressiver quasi zurücktraden als früher. Den neuen Nidalee habe ich schon nicht in der Mitte gesehen. Also ich spiele sowieso nicht so oft in der Mitte, deswegen habe ich schon nicht so die Erfahrung mit jetzt. Oh, schade, schade, der trifft noch. Das wäre ziemlich geil gewesen. Ich überlege gerade, wo ich demnächst am besten warde gleich. Ich denke mal, wir haben die im Jungle, den Jarvan. Wo fängt den Jarvan denn an normalerweise? Ich habe da gar keine Ahnung von. Prüf mal hier unten. Ich fäng den Whitebuff an. Oh! Guter Speer. Wir müssen angreifen mit Jarvan in der Nähe sein. Weil sonst wird sie nicht mit weniger Leben reinjumpen. Hat sich auch anders überlegt. First Blood für Lissandra. Gut Job. Ist die Riven schon mal tot. Ah, gejuckt. Wie ein Gott, wie immer. Oh, best gut. Neben Alistar. Wortwitz. Schilder. Kuh und so. Lacht dann später, ich verstehe schon. So, ah, ich wollte gerade eine E setzen. Jetzt pusht er ganz gut, ich werde mal ein E in die Minions reintun. An Minion nicht gelastet, tut mir leid. In keinen Lux-Pro. Haben wir den noch? Jawohl. Sehr gut. Bei den Last-Hitting-Skills am Start. Ich glaube, ich habe sogar für einen Last-Hitten. Boah, ne, der Gramma 8 Minions. Okay, müssen ein bisschen Druck machen. Boah, best Skillshot EU. Oh, ist egal, solange alles ganz stabil läuft, bin ich schon zufrieden. Jetzt hätte ich noch beide Halter eigentlich. Ich habe nur noch einen und sie hat gerade mehr Leben als ich. Vielleicht sollte da wirklich mal ein bisschen was treffen, vielleicht. Ach, kacke. Bei Lux halt das Problem, dass alle Fähigkeiten Skillshot sind. Und wenn man den nicht trifft, so wie ich, dann hat man ein Problem im Traden. Weil mit Auto-Hits als Mage ist es nicht so günstig. Ah, kommt noch. Gar nichts verloren. Für ja im Farm, das heißt letztendlich, wenn wir jetzt beide weggehen würden, hätte ich hier klar gewonnen, die Lane. Wenn 12 Minions mehr. Ich einfach mehr Gold habe als sie. Und das ist die Hauptsache. Zuerst die E-Maxen, auch wegen Flächenschaden, zum Beispiel, um dann Waves zu klären von Minions und weil es auch einfach am meisten Schaden macht, denke ich.
Wert her. So, ich mach nochmal eine E. Weggejumpt, gut, krieg auch ein Auto hinterher. Die Passive mal mit der Q oder der E oder auch mit der Ulti, glaube ich. Müsste. Gegner trifft, dann kriegt ihr halt so eine Marke drauf. Und wenn ihr die Marke hat, für ein paar Sekunden und ein Auto auf ihn setzt, kriegt ihr physischen Schaden. Deswegen immer nach einer Fähigkeit, wenn man sie trifft. Ausnahmsweise. Dann auch der Murray gewordet. Habe ich genau gesehen, Jarvan, du Arsch. Denkst du? Sie gleich mich sogar. Macht mir direkt Barriere an, wa? Flash hier noch. Darf mich einen Speer treffen jetzt? Muss auch weggehen. So stark gemacht, habe ich beides haben das gebraucht. Also beide auch ziemlich low. Einer gestorben. Ich werde mir jetzt unbedingt den Gral kaufen. Und noch ein Healpot. Und ich checke für die Lame wieder. Wir werden ein paar Minions verlieren wahrscheinlich. Weil wir leider weggegangen sind. Aber das war mir jetzt zu riskant, ohne beiden Summoner davon im Speer getroffen zu werden. Vielleicht kann Panther sie ja kriegen. Das ist eine gute Chance, weil der kann ja auch. Ah, du läufst ja nach oben weg, leider. Hat jetzt auch die Ulti? Oh Gott, ich hätte ja auch vorher schon gehabt, sorry. Vielleicht kriegen sie die. Oh ja, 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 das ist gut, das ist sehr gut. Da ist ein Riven dabei. Boah, gut, das Anfang Riven, ey, muss man sagen. Ah, die kriegen sie nicht mehr, glaube ich. Schade. Ah, das wäre ein cooler Kill gewesen. Hätte ich nämlich jetzt pushen können. Ich hab meine Ulti, sag ich, geh's mal mit hier hoch. Ah, shit, 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 shit. Ulti auf Doom! Oh, wie low life die alle sind! Oh, shit, Alter, shit. Jetzt krieg ich nur einen, wenn ich hier ein bisschen nachhake. Ein bisschen greedy werde, gebe ich zu. Aber vielleicht kriegen wir einen am Tower oder so. Das wäre doch mal cool. Ah, schade. Mist, 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 Mist. Jetzt hätten auch pushen können, aber ich wollte halt noch einen töten. Aber ich habe noch nicht genug Schaden. Hätte ich jetzt statt dem unheiligen Gral einen AP-Item gekauft, hätte ich vielleicht den einen anderen bekommen. Aber egal, egal. Die mussten alle weggehen. Haben jetzt endlich nur den einen Kill bekommen eben. Und damit ist es okay. Wer ist eigentlich gestorben nochmal? Ja, Alessandra, okay. Oh. Mega Damage. Sorry. Am Tower. Hat sie den gekauft? Ah, sie hat sich den Kurs gekauft. Den hätte ich alternativ auch kaufen müssen. Vanille, die hat den Vorteil, wenn sie keinen Mana hat, kann sie immer noch in Katzenform rumjumpen, wie sie will, weil das kostet ja keinen Mana, soweit ich weiß, die Fähigkeiten dann. Sonst war es früher so. Ich denke mal, dass es immer noch so ist. Wenn ich keinen Mana habe, dann, ja, kann ich ein Auto jetzt machen. Bringt mich nicht so viel. Oh, ob ich hier freezen kann. Wäre cool. Das sieht so aus, als würde es gehen. Sehr gut. Guck mal, hier loswerden. Ja, deutsche Teammember ist interessant. Oh. Sandra ist weiter tot. Diesmal ohne Beteiligung deines Junglers. Ach, verdammt. Mein Farmweise haben wir noch jetzt 16 Minuten Vorsprung. Level über mir, da stirbt mich so ein bisschen. Wir dürfen Assist haben, ja. Das ist Gold, ist. Ich weiß nicht genau, wie viel Gold ein Assist gibt, leider, aber ich denke mal, sie ist nah dran. Fast so viel Gold wie ich. Entscheidend ist, dass sie momentan mehr AP hat. Durch diesen Codex. Dafür mehr Mana Probleme hätte, wenn sie in die Katzenform nicht wäre. Ich glaube, wir hier oben wurden diesmal. Erstmal kam Jarvan auch von hier oben. Dann haben sie beides haben dann bekommen. Von mir. Die Asche. Dabei habe ich wieder Barriere. Krieg ich gerade wieder. Vielleicht noch 100 Minuten. Oh, 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 mein Damage ist amazing, Junge. Das ist der Jarvan nämlich schon. Guten Tag, Jarvan. Tu mal so, als würde ich nichts ahnen. Bisschen zumindest, wenn er noch hier bleibt. Man kann es auf dem Weg, hat eine Ulti, das ist schon mal praktisch. Aber Jarvan hat hier verwinkelt. Und den würde ich schon mal angreifen. Mal gucken, ob ich eine Ulti dazu setzen kann. Ganz kurz mal hier pushen. Ah, Flasher noch. Ah, komm, dann gehen wir hinterher. Ah, dann bekommen wir das schon mal gut. Ulti! Okay. Nili, wie geht's? Das ist fresh.
Scheiße, das sieht nicht gut aus. Alle werden sterben. Cheat! Aber Riven um einige stark. Boah! Noch fast full life, what the fuck? Riven um einige stärker als ich dachte. Ich dachte, die beiden würden die noch platt bekommen und würden mir dann eventuell bei Nidalee helfen im schlimmsten Fall. Aber ach so nix. Das ist 3-0, glaube ich, die Riven war. Ne, 4-1, 4-1, okay, sorry. Ich bin nicht einmal gestorben, hat einen Kill mehr gedacht. Okay. Das heißt, Nidalee wird jetzt endgültig mehr Geld haben als ich. Boah, 2 Level über mir, was mache ich denn so falsch, Alter? Ja, ich spiele doch gar nicht mal so schlecht. Also wahrscheinlich schon, aber. Ich sehe meine Fehler gar nicht, so kann man sagen. Und wir haben Exhausted, dann dürfen wir den ja kriegen. Da unten kommt noch ein Korki dazu. Der jetzt ordentlich aufräumen wird. Panther kommt, ob was so die richtige Idee ist, weiß ich nicht. Er zieht sich durch auf jeden Fall. Keine Ulti leider. Kacke, hätte ich helfen können. Aber ich hatte leider echt keine Ulti gerade. That was dumb. Oh, Nelly geht back. Ich weiß nicht, meine Ulti. Ich glaube, ich hätte es auch nicht getötet davon. Damit. Meine Ulti. Ich hätte sie nur ein bisschen genervt. Ich habe zwar nur etwa eine Minute cooler und drauf, aber dennoch, das wäre es nicht wert gewesen, denke ich. Dafür eine Ulti zu passieren. Ich pushe jetzt ein bisschen, damit sie einen anderen Leben verliert. 2-0-3 hat sie, krass. Das ist ja schon wieder. Ein Trinket. Ich habe eben gewartet. Warum ja? Die Riven, die ist gefeedet. Hat aber eine Reichweite mit ihren komischen Clown, ey. War schon weit genug weg, aber hat mich noch getroffen. Ein schön fresh. Und den gerade ich ja so dermaßen Mana-Probleme. Ich froh, dass ich den zumindest hab. Bei Jarvan. Oh, ich hab keinen Mana mehr von der E. Hätte ich auf jeden Fall bekommen. Man sucht immer so auch beide. Nice. Da habe ich zum Glück in letzter Sekunde noch Mana für die E bekommen. Sonst wären wir dann auch draufgegangen. Das war ziemlich knapp, war. Ein bisschen stolz jetzt. Ich habe ein gutes Play gemacht mit Lux. Wow. Wir sind hier unten. Smash läuft hier. Okay, essen wir jetzt eine Runde? Ah, vielleicht nicht. Oh. Wir müssen nicht sterben. Einfach nur schnell pushen, dann weggehen. Der Greed, die Minus noch zu Last Hitten ist da. Nein, nein. Oh, es war so klar. Verdammt, es war so klar. Es war so klar, dass irgendwer kommen würde. Verdammt. Ich hätte einfach weggehen sollen. Ah, ich wollte die Minus haben. Ich wollte mir ja noch die Minus verlieren lassen. Ah, auch ein Plattspieler, ne? Ich bin ja Plattspieler, ich muss es ja betonen, weil das voll geil ist und so. Nein, Quatsch, Greediness ist nie gut, oder? Selten. Ah, das andere kommt schon weg mit ihrer B. Schlimmsten Fall, oder? Oh, Datsuk. Bisschen sehr offensichtlich, aber passt. So, ich hole mal ein paar Tränke. Mit unseren Gral vollständig, das ist ganz praktisch. Nidalee hat auch den Gral vollständig. Den gleichen Bild wie ich. Arcane Healbots. Dafür hat sie aber leider eine E mit zum Healen. Scheiße. Also sie kann mit ihrer E healen. Sie ist nicht auf Tränke angewiesen wie ich. Shit, 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 shit. Oh, alles läuft hier nicht so gut. Schon komisch an der Satz, aber ist leider so. Mann, oh Mann, Nidalee wird kommen. Auf weiter Lux. Nicht stehen bleiben, da ist er nämlich auch schon. Komm schon, schnapp sie der Pantheon. Komm schon! Jawohl! Nice. Ah, das ist weg. Oder? Ach komm, der wird nicht mehr hier reinkommen. Ich würde keinen Pantheon fänzen wollen. Panther hat übrigens 4-2, also der ist ganz gut dabei. Und Riven ist gestorben oben. Ui, hab ich ganz gut bekommen. Das ist sehr gut. Gab's einen Shutdown-Bonus? Jawohl, volle 500 Bonus-Gold für Lissandra. Nice. Das ist super. Oh, keine Wards und nix. Ich bin wieder greedy im Pushen, der merkt schon. Ah, schade.
erobern wir jetzt mal hier oben. Können wir Schuhe kaufen. Ich könnte ein bisschen pushen. Hätten Taurat vielleicht kriegen können, ein paar mehr Hits. Da unten Facen ganz safe bei einer ist. Zugriff, okay, ich komm. Handy wird geht ab. Dann gehen wir uns gerade im Büro holen. Oh, hier ist ein Jarvan. Guten Tag, Jarvan. Alles fit bei dir? Alles fresh? Hier geht er wieder weg. Oh, 3 AP noch. Nach meiner Kuh. Thank you. Das ist echt nice, dass ich einen Buch habe. Bei Jarvan, was läuft bei dir? Jetzt nicht sterben, sonst hat man schnell den Blue-Buff. Ne? Das finde ich so gut. Jarvan kann da näher sein. Ich habe leider unten keine Wards. Deswegen jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Oh, haben wir ja Cooldown Reduction mit dem Blue, das heißt, wir können auch mal eine Ulti raushauen. Mal wessen. Weil was können. Die Wölfen pusht aber auch wie Sau, er leckt mir am Arsch. Oh, Jarvan ist Spot. Ah, shit, den haben wir gefressen, den Speer. Und da stirbt unsere Botlane. Komm, werf einen Speer, werf einen Speer. Oh, das ist geduldig. Beide Minions verloren, die hätten wir eigentlich mindestens die Erfahrung haben müssen. Ich fand mich, glaube ich, zu weit, um die Erfahrung aufzusaugen. Ich war jetzt wieder so ein bisschen dumm von mir. Nach Riven. Riven wird oben ein Water haben, sonst wäre jetzt nämlich ziemlich am Arsch gewesen. Weil Riven, die 6-2-0 steht und unheimlich viel Schaden macht, die hätten es ja locker getötet. Na komm, komm. Die Mialidi ist reward greedy. Oh, bestimmt. Ich könnte noch Dragon machen, die Gegner, ich glaube, die machen die auch. Was ist hier? What? Oh shit. Ah, wir sind da zumindest, das ist schon mal ganz gut. Oh, Pantheon Negation, alles klar. Gehen ganz viele Gegner rein. Sehr gute Crew von mir gerade, muss man sagen. Ich schiel noch auf den Dragon, aber shit. Ich würde eigentlich noch den Dragon-Steer mit der Ulti, aber wir würden sie jetzt so weit wegjagen. Ward steht noch, okay. Die kämpfen immer noch. Hab schon! Ah! Auf die Lula schon wieder! Scheiße. Aber die können uns ja einen Dragon machen. Wo gehen sie genau hin? Shit, oh. Scheiße, nicht würfeln. Nein, das Ignite! Nein! Verdammt. Schade. Aber wir haben Wurfen bekommen. Also zumindest Skaten bekommen. Ah, verdammt! Hätten wir vielleicht. Vielleicht hätte ich früher flashen können, dass ich nicht mehr hätte gniten können. Man weiß es nicht. Ob hier auch ein Ward vielleicht von den Chant oder hier im Busch, das nicht sowieso gesehen hätte, mich zu igniten. Naja. Zumindest können wir es mal kaufen. Schüchchen. Und dann Ability Power. Und noch ein paar Tränkchen. Und dann kennt ihr das auch. Vielleicht noch wie die Profis immer noch ein Ward kaufen. So, Pantheon. Rette mein Tower. Sehr gut. Oh. Ein spannendes Spiel. Ich habe jetzt nicht die letzten Sets und bin ich hart am Carry, aber es macht ja Spaß gerade, weil es ziemlich spannend ist. Ne? Habe ich schon gesagt, spannendes Spiel, was ziemlich spannend ist, ja. Kein spannendes Spiel, was nicht spannend ist. Oh shit. Ah, der wird tot sein. Ich kriege noch nie Ali. Ich glaube, zwar eher nicht, aber YOLO. Oh, da flasht sie noch. Aber ich glaube, es hat nicht gereicht. Bei 104,5 AP? Hätte hängen werden können. Jawohl. Good job. Haben einen guten Slash, glaube ich. Da kann ich wieder den Nice gucken, alles. Dass die Botlane-Phase nicht sehen könnte, aber in diesem Fall hat er gut agiert. Wo ist die Riven? Die ist nämlich gefährlich, die fehlt ja nur die ganze Zeit. Hier oben Warden. Ich trinke erstmal meinen Ward behalte ich mal, das muss ja gleich Green exkalibrisiert werden. Wo ist die Riven?
Der hier vielleicht? Oh. Boah, erstmal ja die drei Hühner gestohlen, ey. Wie ein Po. Oh, meine Ulti wieder. Wo ist Griffen, verdammt? Da ist er bei denen mit einer Menge alles da. Da müssen wir jetzt Bescheid, da müssen wir jetzt keine Sorgen mehr machen, von der Seite genug zu werden. Das ist schon mal praktisch. Oh, Dragon ist immer noch da, glaube ich. Oh, Jarvan, was läuft bei dir? Da ist der gegnerische Swagger im Busch. Mein Pro-Wort kommt jetzt mal hier hin. Dass er was gebrockt werden kann. Shit, 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 shit. Und Ulti durch da hinten, da ein bisschen Damage zu machen. Schild durch meine Mates. Wiven, Wiven, Wiven. Jawohl. Da will doch Nidalee noch weglaufen. Oh, wie eine schlechte Kuh von mir, bitte. Den nicht treffen müssen, verdammt. Nidalee mal zurück, der kommt, sie da oben ist sie. Jetzt haben wir sie. Vielleicht kommt mal Corki. Jawohl. Mal Schild hier durch. Jawohl, nice Swash. Nein, noch ein Flash, ich weiß es nicht. Ah, scheiße, da ist ja noch die W. Ich voll Idiot. Corki hat hier noch seine W. Dragon können wir glaube ich nicht mehr machen, oder? Ne, komm, das wird zu riskant, dann pushen wir lieber ein bisschen. Haben einen Fight aber gewonnen, ein paar Kills geholt. Das war echt nice. Ja, jetzt pingen, ne? Wir können jetzt sofort dahin sprinten gleich. Hoffen, dass die Gegner nicht vorher machen. Ich würde gerne auch noch weggehen für Needless Large Word, also. Das ist ja unnötig großer Stab auf Deutsch. 1600 Gold. Da hätte ich schon sehr viel von. Nämlich 8 HP. Na komm, holen wir sie noch schnell. Werden sie schon nicht beim Dragon sein, hoffe ich. Zack, mal Healpot. Und wieder, aber die Midlane. Oh, jetzt gehen sie dahin, scheiße. Zack, Jarvan, der ist ja gerade lang gelaufen. Da ist er, da ist er. Ah ja, das macht er noch nicht. Weil ich glaube, wenn sie jetzt angefangen hätten, ich würde zumindest zu spät gewesen. Wenn sie jetzt anfangen, dann wird es eng. Wardet mal bitte. Wardet. Sehr gut. Und Lissandra ist noch weit weg. Healpot, ne. Ja, viel zu spät leider. Meine Ulti. Ja, es ist ein bisschen zu spät zumindest. Ich bin auch noch geachtet auf das Dragons Leben hier. Aber wir killen zumindest ein paar. Holen uns hier ein bisschen was zurück. Komm schon. Ah, sind zwei Regular. Kacke. Wir können keinen Tower und nix. Schlechtes Place. Ah komm, Hauptsache er ist tot. Ah, da stirbt er noch, scheiße. Ach, kacke. Und sie haben einen Dragon bekommen, das ist halt dumme. Die Caitlyn. Ich push erstmal die Midlane. Will die uns? Ja, die. Fragen, wo die sich da rumtreibt gerade. Jawohl! Jetzt aber, jetzt hat er den richtigen Knopf gedrückt. Da pushen wir hart. Ja. Was können wir wurden? Da ist schon mal der Jarvan. Ja, er will es wissen. Ach, scheiße, ich habe Flash mehr. Shit, Flash zu früh eingesetzt. Vielleicht ich bedacht, dass Jarvan ein Ulti hat. Ah, na gut, war ein bisschen greedy. Wussten nicht, wo die alle waren. Und weiter gepusht. Oh, Panther, ob das eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Wir dürfen ja noch in der Nähe ist. Oh. Das gibt keinen. Na, ah, vielleicht wird, glaube ich, wegkommen. Wenn er denn nicht stehen bleibt. Was kaufen wir das nächstes? Wenn wir jetzt hier eine Menge AP. Nee, für so AD. Ja, sehr viel AD. Bis auf nie AD. Das heißt, wir werden uns hier einen Sonias kaufen. Da kaufe ich sogar mal einen Heal-Trank. So, zack. Muss jetzt eine Lederrüstung holen. Und dann gehen wir wieder in die Midlane. Dragon nimmt 340. Die Gegner haben, glaube ich, jetzt einen. Wir haben den ersten gemacht. Und das hier nur nachschauen. Ja, einen. Das heißt, sie haben ein bisschen prozentualen Bonus auf AD und AP. Wenn da noch keinen Dragon. Und den nächsten Nummer ist, denke ich. Wenn nämlich ganz gut teamfighten. Wäre es nicht zu sehr bis dahin wie die Gegner feeden, wie Riven zum Beispiel.
City Life sogar. Hat den Schaden gemacht, krass. Ah, oh, das war kein Fast. Shit. Alter. Oh Gott. Das war, ein bisschen knapp. Aber habe ich kalkuliert, ich habe hier auf der Minimap, ne, mit meinem rechten Adlerauge runtergespinst und natürlich einen Smash gesehen, ne, keine Frage. Und wusste halt, dass ich das riskieren kann. Naja, war schon echt knapp. Habe ich mal Schwein gehabt, dass ich nicht aufgegangen bin. Aber niedlich Schaden, schon krass. 7-mal gestorben, ey. 4-7-7-Matze. Oh, oh, Teamfight ist nicht vorbei. Nice! So, ich finde Sandra war sehr gut. Denk mal Riven rausgenommen. Und dabei noch Flächenschaden gemacht. Nice! Das war sehr gut. Well played bei meinen Mates. So, vielleicht mal in Dauer hier. Rocky lebt noch, heißt ein bisschen Wave-Clear und so haben sie. Oh, das Ulti. Oh, ist Mensch, kack weh. Okay, macht Pantheon voll alleine. Vielleicht kriegt er noch Swash, wenn er da jetzt langläuft, ja, vielleicht mehr als. Ah, okay, mit Kate und Ulti jetzt endlich. Ah, das kriegen wir nicht mehr leider. Eine Sekunde zu kurz überlebt leider Pantheon. Aua. Lauf doch schon. Oh, boah, die Kate in place. Das war nicht schlecht, das sah nicht schlecht aus. So, Jarvan und Riven leben noch, sind gefährlich. Ein Tor kriegen wir auch noch, oder? Ah, komm, ich laufe jetzt mal. Diesmal kriegt er mich nicht in Schweine. Ach, ist noch eine E rein. Zack. Eine Ulti machen? Schon eine Ulti machen? Ne, lohnt sich, glaube ich, nicht. Oh. Können wir uns hier Dingens holen? Ja, können wir uns holen. Sigas Angard. Ich schon mal ein bisschen Rüstung und AP gebündelt. Anjali ist, die macht zwar gut Schaden, ja, aber sie ist wirklich die einzige AP, wobei man kann ja noch sagen, dass Corki ein bisschen AP macht. Hat ja auch Magie schon geschoben, einfach weil, glaube ich, die Kuh, also die Rakete macht halt diese Flächenschaden, die macht, glaube ich, magischen Schaden. Und die Ulti, also diese Raketen. Aber gut, aber ansonsten Riven, die am meisten gefehlt ist, Jarvan und Corki hauptsächlich zumindest. Alles, physischer Schaden, also AT. Deswegen wollte ich mir eben so das. Oh, ganz gechillt ist wieder wie ein Polar hinten. Komm, YOLO. Mir ist so eine scheiße Top, ey. Das ist echt kacke hier oben. Soll vielleicht doch defen gehen, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin zögerlich, das ist immer scheiße. Ich pushe jetzt die Mitte. Wir machen gleich Dragon. Eventuell muss irgendwer weggehen. Scheiße. Komm, ich kann noch ein Ulti reinschneiden. Oh fuck, Alter, das ist echt kacke. Ich hätte früher reagieren müssen. Oh shit, Alter. Haben noch keinen Homeguard und nichts, um da jetzt schnell zu kommen. Geht's auf mich los? Oh Mann, ey, aber das war echt scheiße, dass die den Inhib bekommen, nicht Inhib, aber den Inhib Tower bekommen hat. Ah, das war unnötig. Zumindest haben meine Mates hinten aufgeräumt. Anderen Teamfight. Und Dragon geholt. Ah, hätte ich früher gehört, hätte sie den Tower nicht bekommen. Kacke. Robot Tower zumindest. Mal gucken, es ist halt ein offener Inhib. Den müssen wir so ein bisschen schauen auf der Minimap. Ich werde auch mal hier vorne einen Ward platzieren. Nämlich genau hier. Das Einkommen sehen, wenn er jetzt hier da irgendwo langlaufen will. So. Mal Auge drauf behalten. Dann ist das okay mit dem Minibogen. Bin nicht mehr am Fighten. Vielleicht muss Flash raushauen. Oh, oh, Caitlyn. Oh, nice, nice. Den Schaden, die macht krass. Schade. Da muss er auch nie flashen. Leben uns noch alle Gegner, außer der Jarvan gerade halt. Oh Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Ruhe, Freunde.
Erstmal die Kate entschieden, damit die überlebt, das ist wichtig. Oh, wir haben sogar zwei getroffen. Ist ja Madlife. Ah, die ist so schnell, Nierli, verdammt. Ah, die ist weg. Shit. Dann pusht sie mit einfach. Ja, ich hab dir Kate noch eine Wege gegeben. Von mir. Die Jungs haben nicht so viel Leben, aber ich denke, es hat geholfen. Nice. Bamboo kann ich gleich machen. Das ist eine gute Idee. Oh, das Ganze. Okay, nur den Fetten da hinten. Oder so, perfekt. Ich wollte nämlich einen leben lassen. Ja, ich komme schon. Bin ja schon on my way, Pantheon. Kein Stress, alles cool. Weil es mir auch positiv, ja. Kann ich wieder hier stolz auf die eigene Schulter klopfen. Danach gehe ich auch kurz weg. Sonja, Quatsch. Doch, Sonjas kaufen. Passt nämlich perfekt, wie ihr seht. So, das tue ich mir auf die 1. Items können wir noch kaufen. Also, Dauernswelcher verkaufen. Und die Firma Gerisi. Bisschen hier unten bei Würfen zumindest. Da schon mal ein White Staff. Auch wenn sie keine Magie-Risi haben, das erhöht doch den Schaden immens. 70 AP plus dann nochmal 30% von Rabadons. Dann Magie-Dorschung, falls sie irgendwann Magie-Risi kaufen. Das ist schon einiges. Okay, wer Teamfight? Ah, scheiße, kennt der mit genug, das ist sehr ungünstig. Und schon gibt Gas. Nice. Aber meine Mates machen das schon. Haben echt ein starkes Team, muss man sagen. Ich hätte gern. Das ist so der Kill, der schon heißt. Oh, Riven kommt. Hier ist Riven, die gefährlichste von allen. Ein Ulti raushauen. Komm schon. Zwei Schild, wenn du jetzt huckst, dann haben wir sie. Schade. Und dann pushen wir Mitte zumindest, wenn drei tot sind. Gegen Riven kommen wir glaube ich nicht an, dabei, dass der kurze Scheiß, weil die noch so stark ist. Nun gut. Ein Wett zu klauen. Das heißt, Lux ist nicht brauche jetzt nicht unbedingt, aber ja, dass die Gegner ihn nicht haben, ist es schon wert, denke ich. Oh, das kann Riven jetzt nicht direkt. Das ist schon scheiße, komm schon. Komm schon! Nein, nein, nein! Oh shit, das kommt. Die haben seinen Feind natürlich. Oh shit. Jetzt ist er sauer. Jetzt macht er Stress. Oh shit. Ach, fuck it. Okay, ich bin tot. Das war witzig. Das war zumindest witzig. Oh man, ich wollte erst der Ten nehmen. Oh, ich hab mich auch nie geworfen. Das war gegnerisches Swish. Beide Summoner weg. Red Buff weg, geschenkt. Gut, aber einfach witzig. Oder ein deutsches Greedy. Gib es zu. Vielleicht hätte ich Schädiger geflashen sollen in meinem Baron Pit. Wenn ich diesen ewig langen Weg laufen. Hm. Wo eine Verteidiger ist in der Zeit, ja? Bin dafür da. Ja, machen wir das. Warte gerade, ich glaube, ich verkaufe meinen Downs Ring. Dann schnell direkt einen Zauberstab holen. Oder sag ich mal ein defensives Item und ich überlege gerade, ich bin ziemlich squishy. Ja, Lux habe ich ja gewählt. Ja, komm. So, zack, zack, zack. Ihr macht das, Freunde, ihr macht das. Riven muss gut gehen, jawohl! Boah, unsere Kate, ey. 22, 7, 11. Nicht schlecht, Herr Spech. So, ich wollte mal einen Zauberstab haben. Jetzt vor Top. Gepusht. Push war einfach alle tot. Geben sie auf? Ah, dann aufgeben. GG. Ah, ich hätte auch mein Ulti machen können für mehr Farben. Aber egal. Oh, Mann, 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 ey. Krass. Zum Glück haben wir ein gutes Team gehabt. Ich weiß, Lux war ja jetzt mehr oder weniger instabil, aber ich spiele den Champion auch nicht so oft. Sonst hätte ich so Sachen wie eine Red Buff Card Clown vielleicht nicht gemacht. Was fand echt witzig, wie einfach David schon da war mit seinem Smite. Und denkt, ja, komm,
die ist weg, ich kann smiten. Und dann mache ich meine E noch und krieg den mit drauf, das war witzig. Naja, egal. Ich hoffe, euch hat die erste Folge des neuen Jahres gefallen. Und wenn irgendwann mal in irgendwie ein paar Jahren oder so die neue Season beginnen sollte, ne, wisst ihr Bescheid, kommen die Videos regelmäßiger. Bis dahin seht ihr dann und dann mal ein Video, wenn ich Bock habe. Wie heute zum Beispiel. Und ja, dann hören wir voneinander. Bis dann, euer Hydrias. Ciao.